wieder unterwegs, immer noch in Bad Oldesloe, weil mein Mann noch nicht da ist. Kann ihn wieder nicht erreichen. Jetzt hoffen wir mal, dass er bald kommt. Noch ist er nicht da. Ah, da ruft er an. Moment. So, gesprochen. Er ist schon unterwegs. Das heißt, es kann jeden Moment losgehen. Also ich würde mal sagen, dass er noch eine halbe Stunde braucht. Und dann packen wir den ganzen Salat ein und dann gehen wir auch, beziehungsweise fahren los. Schaffen wir das noch rechtzeitig. Wir müssen noch einkaufen gehen. Können wir natürlich auch hier machen. Wir wollen das Auto nicht mit noch mehr Sachen voll machen, weil wir haben eine ganze Menge Dinge, die da mit müssen. Ja, also das letzte Mal für erstmal Bad Oldesloe, also nach Adam Riese, wird es jetzt so sein, dass ich erstmal nicht wieder hierher komme. Es sei denn, es passiert irgendetwas, was mich dann wieder hierher zwingt, Zweckshilfe, aber das ist eher unwahrscheinlich. Also ich würde mal behaupten, dass das jetzt erstmal das Ende von Bad Oldesloe war. Und dann wahrscheinlich Dorf, vielleicht Kiel, vielleicht Wohnung meiner Söhne, vielleicht Alanya. Diese ganzen Optionen stehen, aber Bad Oldesloe ist eigentlich erstmal jetzt vorbei. Deswegen gönne ich euch doch mal einmal den letzten Ausblick hier aus dieser schönen zweiten Heimat, die es inzwischen geworden ist. Und ja, es ist natürlich trotzdem wehmütig. Man hat sich ja schon eingelebt. Ich weiß, ich habe schon öfters so wehmütig hier gesprochen und gesagt, ich komme erstmal nicht wieder. Aber da war ja halt auch immer noch meine Tochter hier. Das ist ja der einzige Grund, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Neben Meliha natürlich, aber da ist ja jetzt auch alles so weit, dass man sagen kann, die schaffen das jetzt alles. Und ja, insofern würde ich mal behaupten, so in den Raum stellen, dass das jetzt für lange Zeit mein letzter Spaziergang sein wird hier. Genau. Ein schönes Städtchen eigentlich, aber trotzdem auch noch relativ weit von Hamburg entfernt. Deswegen, ja. Wir werden jetzt zuerst aufs Dorf fahren, dann die Sachen alle auspacken, den Kleinen so ein bisschen dran gewöhnen an das Dorfhaus. Und dann werden wir einkaufen gehen müssen. Ich schicke meinen Mann am besten oder ich fahre kurz mit, muss mal gucken. Und ein bisschen sauber machen, das Zimmer, wo der kleine Mann hin muss. Ein Glück hatte ich da ja letztes Mal schon so weit alles gemacht, aber nicht so gründlich natürlich, weil ich ja nicht damit gerechnet habe, dass der Lütte kommt. Und selbst wenn, dann wäre es ein bisschen staubig wieder geworden. Also da muss ich noch ein bisschen ran und werde das dann auch gleich machen. Betten beziehen, obwohl ich noch nicht so genau weiß, ob ich überhaupt so ein großes Bettlaken habe. Ich fürchte mal, ich habe das nicht. Aber zur Not packe ich das schnell in die Maschine, weil wenn das Wetter so schön ist, wie es jetzt gerade ist, könnte es sein, dass wir... Könnte es sein, dass wir da das noch trocken bekommen? Das wollte ich damit sagen. Gut, meine Lieben, so weit, so gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich auf der Fahrt wieder oder vielleicht sogar auf dem Dorf erst. Schön war's. Dann geht's los, ne? Ja, geht's jetzt los? Ja? Geht's los, ne? Ja. Deswegen reden wir nicht so viel. Wir sind fast da und insofern die Fahrt war ruhig. Mein Hund hat ganz leise in der Ecke gelegen, weil
Er wusste, glaube ich, dass er jetzt nicht die Hauptperson ist, sondern das Baby. Baby ist spät eingeschlafen, er ist eben erst eingeschlafen. Und hat die ganze Zeit gedrückt, um seine Sachen zu erledigen. Und dann hat er ordentlich geschwitzt und jetzt schläft er. Ich hoffe, der schläft auch weiterhin. Ja, und Miley, wie gesagt, hat das auch richtig gut gemacht. Die hat hier geschlafen. Jetzt ist sie aber in Erwartung, weil beide weg sind. Ich weiß, dass ich meine Augen nicht richtig abgeschminkt habe. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Machen wir zu Hause morgen. Heute, ja, ein Glück sind wir hier rein. Mein Mann hat gleich abgebogen bei Norma, weil das ist auf jeden Fall preisgünstiger und eine größere Auswahl bietet als bei uns Penny. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch nochmal richtig teuer ist bei uns da. Und Norma hat eigentlich immer richtig viele tolle Sachen und mein Mann stöbert gerne in den Sommerposten. Mal gucken, was er heute Schönes kauft. Ja, genau. Und ansonsten werden wir wahrscheinlich nichts machen, außer dass wir uns jetzt da akklimatisieren müssen. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu komme, den Hall heute abzudrehen. Falls nicht, dann tut mir das leid. Es ist halt im Moment alles ein bisschen viel für die Volksmama. Ja, aber es ist schön, wieder nach Hause zu kommen. Es ist immer ein schönes Gefühl. Ihr wisst es, ich komme mal gern zurück, aber natürlich ist das hier auch nur eine Zwischenstation und weil man das weiß, ist es natürlich auch wieder so, dass man nicht richtig ankommen kann. Das macht mir gerade Probleme. Also ich würde jetzt wirklich gern mal irgendwo bei mir irgendwo länger bleiben. Und aber auch hier ist wahrscheinlich eine Zwischenstation. Also das ist wahrscheinlich so, dass ich dann, wenn meine Tochter geht, wieder zu meinen Söhnen gehe. Und bis dahin wissen wir auch wahrscheinlich, wie es weitergeht, wie wir alles planen dann und wann wir dann nach Alanya fahren. Aber darüber habe ich auch schon 100-mal geredet. Ne? Während ich hier so sitze, kommt so, ja, es ist ein komisches Gefühl jetzt. Nämlich. Da ist einer, hat ein Auto geparkt. Sag mal, spinnst du? Und der Kleine schläft aber heute. Ist immer ein bisschen doof. Kannst du nicht einfach bellen? Mach Platz. Los, sitz. Sitz. Mal sitz. Er schläft weiter. Naja, bis nachher.